Hallo auch. Ein Zimmer wäre frei. Du bist begabt, Prompto. Woran denkst du gerade? Eigentlich nichts Besonderes. Ach so. War ganz schön was los heute, was? Ja, aber lustig wie jeden Tag. Selbst im Angesicht des Todes macht Spaß. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Geschweige denn, dass wir zusammen auf Reisen gehen. Ich auch nicht. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Seit der Oberschule. Also, 5? Na, eigentlich kannte ich dich ja schon früher. Schon seit der Grundschule. Was? Du hast mich bemerkt? So wie du mich immer angestarrt hast, klar. Dafür hatte ich so meine Gründe, weißt du? In der Oberschule hast du dann einfach so getan, als hätten wir uns noch nie gesehen. Hör mal, ich war total aufgeregt, als ich dich angesprochen habe. Das waren noch Zeiten. Gab keinen Grund, sich zu verstellen. Das sagt sich für dich so leicht. Aber das kannst du nicht verstehen. Damals habe ich... Ach was, vergiss es. Moment mal, jetzt will ich's wissen. Wenn's sein muss. Früher als Kind war ich total schüchtern. Freunde hatte ich eigentlich überhaupt gar keine. Ich war immer allein. Ich dachte, dass sich nie jemand für den Langweiler wie mich interessieren würde. Dir hat es schon immer an Selbstvertrauen gemangelt. Sogar heute ist das noch so. Du denkst immer noch, dass du nicht gut genug für uns bist. Darum versuchst du durch deine aufgedrehte Art wenigstens die Stimmung aufzulockern. Das kannst du echt gut. Ich bewundere dich dafür. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ohne dich wäre es echt nur halb so schön. Du meinst, ich muss mich gar nicht ändern? Zweifelst du etwa an meinem Urteil? Nein, das nicht. Aber du sagst das doch nur aus Nettigkeit. Also, wenn du zu nichts zu gebrauchen wärst, dann wärst du auch nicht in meinem Gefolge. Was? Na, also wenn du es sagst... Vielen Dank. Fühl mich richtig erleichtert. Dann ist gut. Okay. Ab jetzt versuche ich einfach nur, ganz ich selbst zu sein. Ja, mach das. Damit sage ich schon mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Yay! Wir sind natürlich noch mitten im Ladevorgang. Und heute habe ich immer so gedacht, ach komm, machen wir Nebenaufgaben. Denn ich habe die Komplettlösung mir jetzt geholt und da sehe ich ja auch, wie viele Nebenaufgaben es gibt. Und so viele sind das doch gar nicht. Es tauchen zwar immer wieder neue auf.
die wahrscheinlich nicht hier drin gelistet sind. Ich weiß es nicht. Obwohl es eigentlich alles drin gelistet sein müsste. Aber ich habe das mit den Fröschen gar nicht gesehen. Komisch. Okay, womit fange ich an? Hey, Jana ist nach Auto-Hosting-You. Danke, Jana. Also, Mjöll. Jana ist ihr richtiger Name. Ich glaube, ihren richtigen Namen werde ich im Let's Play, im Stream nicht wirklich erwähnen. Sonst stalkt man sie hinterher noch. Obwohl, ich denke mal, ist schon okay. Aufgaben! Was haben wir denn da Schönes? Ich wollte ja Dave Sachen abschließen. Aber ich habe ja noch nichts von Dave. Ach komm, mach ich erstmal hier Pech und Schwefel. Komme ich nämlich in eine neue Ortschaft. Ich könnte eigentlich hier pennen, aber. Wir sind stark genug. Wir können alles besiegen. Oh fuck, ich bin hier total weit von der Mission entfernt. Karte. Ich kann doch bestimmt zu der Ortschaft dahin teleportieren, auch wenn ich sie noch nie besucht habe, oder? No. Dann suche ich eine Ortschaft in der Nähe. Ich muss auch mal auf den Tank achten, weil dieses automatische. Es könnte sein, dass er auch die Tankfüllung von leer geht, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich muss mal auf den Tank achten. Weil immerhin wechselt hier auch die Nacht zum Tag, wenn man sich portet. Aber wenn die Ladebalken noch nicht immer so ätzend wären. Aber okay, das ist ein riesiges Spiel. Aber ich glaube, mehr Kontinente gibt es nicht. Ich weiß es nicht. Obwohl eigentlich schon. Immerhin gibt es ja noch einen Ort, wo man später hinkommt. Und vielleicht andere Orte, wo es einfach nur keine Nebenaufgaben gibt. Ich will mich auch nicht zu viel spoilern lassen, deswegen gucke ich da nicht gerne in das Lösungsbuch. Aber in Sachen Gegner oder wo man Gegenstände herbekommt, das ist schon sehr wichtig für mich, dass ich da nicht so lange suche. Zumindest habe ich mir die Komplettlösung wirklich geholt wegen den Nebenaufgaben. Wer Die wird haben das mich essen? so richtig, genervt. Ach stimmt, ich wollte ja noch weiter. Tankfüllung! Ich wusste es doch. Stand nämlich, glaube ich, im Text auch vorhin, wo wir porten wollten. Ja. Lasst nichts liegen. Okay. Los Ah, geht's! ich will doch schon die Ortschaft da anfahren. Die haben wir noch nicht be haben wir noch nicht kennengelernt. Gibt es ein Zelt in der Nähe? Ujo. Komm, machen wir manuelles Fahren. Ich will auch was zu tun haben. Ja. Schnallt euch Denn an. jetzt wird's brenzlig, denn ich fahre. Obwohl das eigentlich kein großer Unterschied ist. Ah, wir machen mal Musik an. Ich habe nämlich ein neues Dingens gekauft. Yay, Final Fantasy 10 Mucke. Gab's denn da auf der Schokobo Ranch?
So, ich muss auf der Karte achten, nicht dass ich den Dings verpasse. Das manuelle Fahren hätten sie noch ein bisschen anders machen können. Der fährt wirklich nur einfach schnurstracks der Straße entlang. Obwohl, naja, wenn man Abzweigung verpasst, hat man halt Pech. Das ist ein Parkplatz, will ich aber nicht hin. Ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, die Nebenaufgaben mitzunehmen. Größteil habe ich ja abgeschlossen. Halt, stopp! Nein! Das raus mit euch! Also los, wo Bewegung! Quellen sind. Da ist doch meistens genau. Ich wollte nämlich. Selten, obwohl es nicht mehr notwendig ist. Na super. Ist doch. Hä? Ich laufe vom Zelt weg, okay. Nein! Also dann? Ach. Egal, ich zelte trotzdem. Zwar ist die Nacht vorbei, aber ich will das Kochen erweitern. Außerdem haben wir bestimmt wieder mehrere Fotos. Danke. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Ich will das Kochen halt verbessern. Aber wir müssen nicht unbedingt kämpfen. Deswegen gucke ich mich nach anderen Rezepten um. Na komm, hier war das. Oh, wir sind schon fast Level 10, sehe ich gerade. Dann komm, mach die Geschwindigkeit höher, mein Freund. Stimmt, das haben wir vom Dings bekommen. Vom Schokobo-Händler. Den Ranch-Typen da halt. Da habe ich noch ein paar Sachen bekommen. Durch die Nebenmission. Aber jetzt will ich die Nebenmission. Hier auch abschließen. Gutes Foto. Dabei sein. Die Fotos gefallen mir irgendwie alle nicht. Hör mal, Nox. Ich hab da einen Plan. Ich würde nämlich mein kleines Schwesterlein gern etwas aufmuntern. Wieso das denn? Naja, sie hat viel durchgemacht. Kann sicher nicht schaden. Wird dir gern irgendwas schenken, ihr eine Freude machen. Also, wie sieht's aus? Bist du dabei? Klar. Ja, klar doch.
Und? Was soll ich tun? Ein Blümchen holen. Eine Blume? Eine seltene Wildblume, die nur hier wächst und die nur früh morgens blüht. Iris hat die schon immer gemocht. Die Uhrzeit schreckt zwar ein bisschen ab, aber Blumenpflücken sollte ich gerade noch hinkriegen. Ich bin dabei. Blumen pflücken. Dein Freund hat dich auf einen Streifzug eingeladen. So, dann lass uns die Suche mal starten. Hast du denn eine Ahnung, wo die Dinger wachsen? Ja, gleich da vorne. Okay. Also gut, irgendwo hier muss es sein. Ziemlich weitläufig dein irgendwo. Wird das Erfolgsgefühl ich liebe nur steigern. Es, wenn es los irgendwie jetzt. Heißt irgendwo. Wirklich? Ich wollte auch noch nicht runter. Ist auf jeden Fall eine schön felsige Gegend hier. Meter. Irgendwo hier. Ich habe auf jeden Fall einen Gegenstand. Nord, da oben Gegenstand ist eine. Gefunden. Okay. Aber wie kommen wir ran? Mit einer Räuberleiter. Sollte passen. Gut, dann gib mal Pfötchen. Ach so, machen wir automatisch. Ha, das hätten wir. Wow. Sauber Nacht. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Ach, ich weiß nicht. So anstrengend war's nun nicht. Nacht. Hör mal, gib du Iris die Blume, okay? Und sag ihr, es war deine Idee. Hä? Wieso das denn? War doch Teamwork von uns. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vergiss es. Drück ihr einfach die Blume in die Hand, Noct. Kann es sein, dass der uns mit seiner Schwester verkuppeln? Gute Arbeit, Noct. Hey, ja. Wenn ich will, dann kann ich mich auch anstrengen. Noct ist doch der einen versprochen. Und die geben auch ein süßes Paar ab. Finde ich. Gut, Iris würde auch gut zu ihm passen. Ah, das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Boah, wie viel ich schon absorbieren kann, das ist krass. Bestimmt gehe ich irgendwann zu einer Quelle und von 0 auf 99. Das kann man bestimmt noch skillen. Wow. Jetzt noch die Feuerquelle, wo ist die? Ist die hier überhaupt in der Nähe? Ja, ganz rechts außen. Ich gehe nicht ohne das Feuer. So, da haben wir es doch. Na, okay. Erledigt. Moment mal, ich muss aber jetzt mal meine Magie gucken. Wo ist die Story? Wir haben kein Feuer mehr. Es nur gleich rauskommen. Ich bin mal gespannt, wann ich auf Feuer umstufen kann. Los, Kleiner. Ich frage mich sowieso, was das vierte Element ist. Licht oder... Was könnte es sein? Das Auto steht hier... 500 Minuten. 500 Meter? Ist das richtig? Nee, Quatsch. Ich wusste doch, dass da was nicht stimmt.
So, hätten wir das. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Wir müssen wieder Chocobos fast neu bezahlen. Gehen wir. Los geht's. Ah, irgendwann werde ich die wahrscheinlich auch so rufen. Was ist? Nein. Ist das lästig? Klappe zu, Monster. Tot. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Also dann mach ich so und mir fällt gerade auf. Ich habe ja im einfach gespielt, weil ich nicht so einfach meine. Ja, wegen sowas halt. Ich will keine Heilung jetzt einfach so für nichts verschwenden. Toll. Diese Drecksäcke. Jetzt kann ich zu Fuß mit meinem Schokobo laufen. Nur weil die sich mir im Weg gestellt haben, diese Pisser. Und mit Level 47 lege ich mich garantiert nicht an. Und die waren alle so hoch. Ich glaube, es war machbar. Auf Easy war es machbar, aber ich spiele ja hier normal. Das ist aber auch ein schöner Ort. Ich finde nur schade, dass das wahrscheinlich der einzigste Ort hier sein wird. Der wahrscheinlich immer und immer wieder erweitert wird. Nein, die sollen sich verpissen. Die sollen sich verpissen! Ja, genau auf mein Ziel! Ihr habt doch den Arsch offen! Verpisst euch! Keiner mag euch! Danke! Leute, bleibt wachsam! So, Schwertschwachpunkt. Oder ach komm, den dicken Klopper. Und. Oder haben die auch Feuerschwachpunkt? Wenn Feuer, dann muss ich das Schwert nehmen, ne? Feuer nicht. Okay, dann mach ich's. So, bevor ich aber dahin gehe und das wieder abgebe, also habe ich es mir vorgenommen, dass ich die Mission mache und keine anderen Missionen dazwischen. Weil es ist echt lästig. Es geht ja auch so schnell. Wenn man nur die Aufgabe macht erstmal. So. Ich will aber erstmal. Na genau, da wollte ich hin. Da rufe ich auch mal Regalia wieder. Oder ach, ich porte mich einfach zum Regalia. Das geht auch schnell. Und dann nutze ich automatisches Fahren. Ne, den Gegenstand lasse ich nehmen. So ein Mistwetter. Nacht! Ich höre Magitech-Motoren. Schade nur, dass der Autohost von Jana mir nicht ganz was bringt. Sie hat Zuschauer, die morgens bei ihr einschalten und ich habe Zuschauer, ich mache das Ganze dann nochmal an einer anderen Uhrzeit. Obwohl vielleicht kommen ja Zuschauer von ihr rüber, die auch abends kommen. Das wäre cool. Die Leute kennen mich ja schon bei ihr. Ah, Kundschaft. Schlagt euch mal schön den Bauch voll. Okay, ich sag euch, was ich weiß. Refugien gefunden? Ortschaften gekennzeichnet? Gefahrenzone wurde eingezeichnet. Das ist ein Dungeon. Wollt ihr euer Können beweisen? Ich sehe schon. Ja gut, die beiden könnte ich schaffen mit meinem jetzigen Level, aber man will ja nicht übertreiben, ne?
Okay. Hier ist eine Schokobo-Station. Gleich mal den Schokobo-Verlänger. Und ein Waffenladen. Vielleicht hat er auch neue Sachen. Weil es ist hier weit abgeschlagen. Und würde ich mir zutrauen, dass der vielleicht sogar bessere Waffen hat. Für jedes Problem die richtige Lösung. Eisbrand. Die kostet auf jeden Fall schon mal 1500. Ah. Klar. Eisbrand. Warte mal, ich muss mal nachgucken. Kann man nicht nachgucken, was... Ist. Nein. In Bälde. So. Nein, ich hatte Ausrüstung. Was habe ich denn hier? Komm, die Assassinendolche, die tue ich mal weg. Ich habe die Flammenzunge. Wow, die Motorklinge ist stärker. Stimmt, ich habe ja eine neue Motorklinge. Die hat aber auch kein Element, ne? Oder? Flammenzunge hat ja ein Element, da steht es auch. 28% Feuer. Heißt das, dass ich 28% mehr Feuerschaden mache oder dass die 28% Feuerschaden macht noch dazu zusätzlich? Na, ich glaube, das heißt das. Auf jeden Fall Motorklinge lasse ich mal ausgerüstet, weil es so, ist bestimmt eine der ultimativen Waffen. Ja gut, der hat sonst eigentlich nichts Neues. Obwohl, ich gucke doch nochmal nach, vielleicht Schusswaffe. Schusswaffe hatte ich ja eine schwächere gesehen und das ist die Rebellion. Und da wusste ich's, ja. Kaufen wir zwei Rebellions. Wir sind im Geschäft. Dolche ist klar, die Assassinendolche. Donner oder Flammenschild, Wahnsinn. Wir haben Eisschild, ne? Ja, Gladiolus hat das Eisschild. Das Flammenschild macht am meisten Schaden. Aber ich kaufe mir beides. Ich kann auch sehen, ob ich es habe oder nicht. Stimmt. Ach, ich bin auch so doof. Ja, den Eisbrand habe ich nämlich nicht. Aber wir haben die Motorklinge. Ich kaufe sie mir trotzdem. Ich glaube, trotz dass es die Motorklinge stärker ist, die Prozente bei Eisschaden und Feuerschaden, die sind mir dann doch wichtig. Immerhin, wenn ich einen Gegner treffe, der gegen beides verletzbar ist, dann habe ich auf jeden Fall eine gute Waffe. Oder wenn ich mal keinen Zauber habe, habe ich eine gute Waffe, wenn ich mal mit der anderen Waffe nicht unbedingt spielen will. Eisspeer, da hätte ich auch am liebsten was anderes, weil es ein Eis ist. Das ist Eis. Ja. Aber da steht nichts von Eis? Komisch. Man sieht ja sich. Bis die Tage vielleicht. Schokobo habe ich schon erhöht. Gut. Dann. Na komm. Wir. Cape Cayenne? Da kommen wir aber noch nicht hin irgendwie. Habe ich das Gefühl. Das ist eine Ortschaft. War ich das schon? Das kommt mir so unbekannt vor. Wisst ihr doch, dass ich hier in diesem Bereich noch nicht so war. Hm. Ich habe auf jeden Fall das hier schon mal alles aufgedeckt. Und ich dachte, hier würde mehr aufgedeckt werden, aber vielleicht muss ich diese Ortschaft doch mal besuchen. Ah, da war ich schon mal, glaube ich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich da nicht war.
Okay, gehen wir zu Regalia. Der eigentlich nicht weit geparkt ist. Ich hoffe, dass der Ladebildschirm nicht so lange dauert. Ich denke mal, nach der Mission hole ich mir erstmal was zu trinken. Automatisches Fahren. Wir fahren nämlich jetzt zum Aufgabenziel hin. Pech und Schwefel haben wir gemacht, ne? Genau. So. Da oben! Da oben, Feinde, ja, am Arsch. Ich bin weg. Können mich mal die Feinde. Ach ja, ich suche auch immer noch welche, mit denen ich Resident Evil 5 und 6 mal zusammenzocken kann. Für die PS4. Mal schauen. Vielleicht finde ich noch welche. Und wenn nicht für eine PS4, dann wenigstens für einen PC. Resident Evil 5 habe ich mir, glaube ich, noch gar nicht für die PS4 gekauft. Ganz schön heiß hier. Sollten wir uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Warum? Wir haben doch erst 14 Uhr im Spiel. Und es wird erst so um... es wird eigentlich ziemlich recht früh im Spiel, denke ich. Oh, was ist denn jetzt los? Nicht, dass jemand streamt, den ich eigentlich immer gerne dabei bin. Na, Royal Funk, das geht. Diese fliegenden Basen sind mir echt nicht geheuer. Bei einem großen YouTuber, Streamer wie Royal Funk, da muss ich nicht unbedingt im Stream dabei sein. Denn zudem hat man dann kaum eine Bindung, weil das, was man schreibt, kann ich auf jeden Kommentar. Von daher, ich finde es immer so gechillt bei so ganz kleinen. Und da merke ich schon, die sind überfordert, wenn es viele Leute schreiben. Noch größeren Rabatt. Hat der auch irgendwann neues Zeug, oder wie? Guck doch schon mal, was man am EP gekriegt hier. So, Pech und Schwefel abgeschlossen. Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns nichts zusammen. Dann mache ich mal eine kurze Pause. Und bin gleich wieder da.